Jo, herzlich willkommen zum Technik-Workout von Rode Futschiball. Ihr braucht dabei keine Ausrüstung, nur zwei Fußbälle, einen kleinen und einen großen und ganz viel Motivation. Wir starten direkt rein. Übung Nummer 1. Ihr zieht den Ball mit der Sohle zurück und mit der Innenseite des gleichen Beines hinter eurem Standbein vorbei. Dabei gilt Genauigkeit vor Schnelligkeit. Lauf kurz durch, die nächsten 30 Sekunden jonglieren. Achte dabei, dass ihr es nicht zu schwer macht. Seid variabel, benutzt verschiedene Flächen eures Beines, die Innenseite, Außenseite, Spann, Oberschenkel. Wenn euch dabei runterfällt, kein Problem. Aktive Erholung. Bei der nächsten Übung spielen wir uns den Ball nach oben und nehmen ihn dann mit der Innenseite per Dropkick zur Mitte wieder mit. Spielt euch den Ball auf der linken Seite mit links nach oben und auf der rechten Seite mit rechts, damit wir beide Beine gleichermaßen trainieren. Schaut, dass ihr, wenn ihr in den Dropkick geht, mit eurem Körper über den Ball kommt, damit ihr ihn so schnell wie möglich wieder Richtung Boden bekommt. Durchschnaufen. Die nächste Übung ist ähnlich wie die Übung gerade, nur nehmen wir den Ball jetzt mit der Außenseite per Dropkick mit. Das heißt, wenn wir auf die rechte Seite gehen, spielen wir uns den Ball mit links hoch, nehmen wir den Ball mit der linken Außenseite mit, auf der linken Seite spielen wir den Ball mit rechts hoch, nehmen wir ihn mit der rechten Außenseite mit. Auch hier wieder wichtig, von oben auf den Ball kommen, um ihn möglichst schnell wieder Richtung Boden zu bekommen. Die Übung ist ein bisschen schwieriger. Je besser ihr seid, desto höher könnt ihr den Ball hochspielen. Gerade am Anfang könnt ihr noch relativ niedrig lassen. Die Übung ist anspruchsvoll. Wir nehmen die Übung von Anfang, ziehen den Ball so hinterm Standbein zurück, ziehen den Ball dann mit dem anderen Fuß zum Körper und gehen mit der Innenseite zur Seite weg. Im zweiten Teil der Finte ist eine Finte, die Sergio Busquets häufig macht und eignet sich gut in Kombination mit dem Zurückziehen. Die nächste Übung ist wieder relativ einfach. Wir ziehen den Ball mit der rechten Sohle nach links und stoppen den Ball dann auf der linken Seite tot. Als nächstes wieder 30 Sekunden jonglieren. Für die nächste Übung nehmt ihr den Ball mit der Sohle nach außen weg, zieht ihn dann zurück zum Körper und geht mit der Innenseite des anderen Fußes zur anderen Seite nach außen weg. Außen zum Körper, nach außen weg. Nach außen zum Körper, nach außen weg.
nach außen zum Körper, nach außen weg. Schaut dabei, dass ihr vor allem beim zweiten Kontakt, also den Sohlenzieher zum Fußwechsel, dass ihr dabei sehr viel Raum überwindet, weil ihr versuchen wollt, von eurem Gegenspieler wegzukommen. Als nächstes ein Move, den Aiden McGeady öfter verwendet hat. Heute wird er von Choupo-Moting ab und zu noch verwendet. Er geht mit der Sohle über den Ball und stoppt ihn dann mit der Außenseite ab. Nächstes der Signature Move von Sergio Busquets. Wir ziehen den Ball mit der Sohle über unseren Körper und öffnen dann mit der Innenseite. Auch hier gilt, Fehler passieren, einfach Ball holen und weitermachen. Als nächstes wieder 30 Sekunden jonglieren, macht es nicht zu anspruchsvoll, da es ja eine aktive Erholung sein sollte. Benutzt aber verschiedene Teile von eurem Fuß, vor allem euren linken Fuß, Innenseite, Vollspann, Außenseite. Seid kreativ. Let's go! Wir nehmen den Ball jetzt wieder auf einer Seite hoch, nehmen ihn dann per Dropkick hinter dem Standbein an und mit. Und gehen direkt auf die andere Seite. Starte ich mir jetzt den kleinen Fußball und jongliere ein bisschen mit dem kleinen Fußball. Ihr werdet sehen, danach wird es mit dem großen Fußball deutlich einfacher. Und auf geht's! Auch hier geht wieder, nutzt verschiedene Teile eures Fußes und eures Beines, seid kreativ und passt den Schwierigkeitsgrad an eure Fähigkeiten an. Zurück zum großen Ball, der Ball ist wieder auf dem Boden. Wir ziehen den Ball mit der Sohle zurück und gehen dann mit der Außenseite zur Seite. Achtet darauf, dass ihr den Ball mit der Außenseite nicht nur schiebt, sondern dass ihr dem Ball einen richtigen Impuls gebt, damit er auch schön zur Seite wegkommt. Als nächstes spielen wir den Ball wieder nach oben und versuchen den Ball auf der linken Seite mit der linken Innenseite runterzunehmen und auf der rechten Seite mit der rechten Innenseite runterzunehmen. We'll be right back.
break. Als nächstes wieder 30 Sekunden Freischwung hier mit dem Miniball. Als nächstes die Thiago-Finte, heißt wir legen uns den Ball vor, machen eine leichte, schnelle Gewichtsverlagerung, einen Schlenker mit dem Fuß und gehen dann mit einem guten Kontakt zur anderen Seite weg. Nach der Finte holt er den Ball einfach wieder mit der Sohle zurück in die Ausgangsposition und wechselt das Bein. Übung wie vorher, wir spielen den Ball auf einer Seite nach oben, nehmen ihn aber jetzt auf der rechten Seite nicht mit der rechten Innenseite, sondern mit der linken Innenseite runter. Ball holen und weiter zur nächsten Übung. Freestyle. 30 Sekunden kreativ sein. Seid flexibel, packt rein, was ihr wollt. Täuschungen, Finden, Jonglieren. Bei der nächsten Übung streifen wir über den Ball, stoppen ihn dann tot und machen eine Finte nach außen. Achtet bei der Finte, dass ihr mit der Schulter und dem Knie relativ weit Richtung Boden kommt, weil so täuscht ihr euren Gegenspieler am besten.